Wenn wir jetzt wissen, was ein Feature Vector grundsätzlich ist, müssen wir uns gleich eine kleine Sondersituation anschauen, nämlich die Abhängigkeiten von Features und wie man herausfindet, welche Features abhängig sind. Und gleich vorweg ein kleiner Spoiler: Es geht um Sparpotenzial, Daten, die wir nicht generieren müssen, die wir nicht speichern müssen, die wir nicht im Machine Learning reintun müssen. Also Daten, die eigentlich keine Informationen beinhalten. Und wie wir die herausfinden, das gibt es eben in diesem Video. Gut, einmal sehr offensichtlich gemacht. In diesem Fall, was ist ein Auto und was ist kein Auto, hatten wir bereits bei Supervised versus Unsupervised Learning. Und ja, wir haben hier Features. Also zum Beispiel hat vier Reifen, hat eine Windschutzscheibe, hat ein Dach oder auch nicht, hat unter 3 Tonnen, hat über 600 Kilo und hat vier Felgen. So, und was jetzt natürlich in diesem Beispiel plakativ, offensichtlich, relativ redundante Information ist, ist das Thema mit den vier Felgen. Denn diese Information ist redundant zu Feature 1. Also jedes Auto, das vier Reifen hat, hat automatisch auch vier Felgen. Wäre dem nicht so, wäre es natürlich etwas, ja, keine Ahnung, egal. Also das ist Information, die wir nicht speichern müssen. Und in diesem Beispiel brutal offensichtlich, aber das ist ja nicht immer so. Ja, man könnte ja fragen, welcher der beiden Datensätze ist wohl besser, erzielt bessere Ergebnisse und warum, wenn ich die im Machine Learning reingebe. Also es ist offensichtlich Supervised Learning, weil wir das Label hier haben und hier haben wir verschiedenste Werte. Ja, jede Zeile ist ein Datensatz und jede Spalte ist ein Feature. So, und jetzt könnte man ja meinen, je mehr, umso besser, allerdings nur, wenn sie nicht voneinander abhängig sind. Und ihr könnt dann mal ausrechnen, welche Features sind wie abhängig voneinander und welche ist besser. Aber das will ich hier vielleicht gar nicht mal auflösen, sondern wir sehen uns an, wie wir das ja, feststellen können, wenn es nicht so offensichtlich ist wie vier Reifen und vier Felgen. Und dazu brauchen wir ein klein wenig Mathe. Das, was wir brauchen, ist die Merkmalskorrelation. Also wir haben zwei Features, in dem Fall nennen wir sie X und Y, und wir wollen wissen, ob diese zwei Features voneinander abhängig sind oder unabhängig sind. Und dazu gibt es eine kleine lustige Formel. Die sieht etwas kompliziert aus, ist es aber, naja, nicht unbedingt. Je nachdem, auf welchem Stand ihr seid. Aber gut, also Y quer, X quer sind der Mittelwert des Features Y, also der Durchschnitt. Das ist mal kein Problem. Das heißt, der Durchschnitt der Y-Werte und der Durchschnitt der X-Werte sind X quer und Y quer. Sigma X und Sigma Y sind die Standardabweichung. Also Sigma Y ist die Standardabweichung vom Y-Feature und Sigma X ist die Standardabweichung vom Feature X. 1 durch n, n ist die Anzahl der Daten, die wir überhaupt haben, und xi bzw. yi ist dann entsprechend ein Datenwert hier herinnen. Gut, für all diejenigen, die noch ein Problem haben mit dem Mittelwert, so rechnet man das aus. Ja, also den Durchschnitt alle aufaddiert, alle Werte xi, ja, das plus das plus das plus das plus das aufaddiert, das ist dieser Ausdruck mit der Summe, und 1 durch n, also durch die Anzahl der Daten überhaupt dividiert. Gut, wie kommen wir zu den Sigma X bzw. Sigma Y? Ja, die Varianzen rechnen wir so, also noch die Wurzel draus, denn das wäre Sigma x Quadrat. 1 durch n xi minus x quer zum Quadrat. Also die quadratische Abweichung, die durchschnittliche quadratische Abweichung zum Mittelwert. Das heißt, die Varianz ist ja ein Maß aus der Statistik, wo es darum geht, wie sind grobe Ausreißer oder sind alle Werte ungefähr beim Durchschnitt dabei. Ja, also sind sie nahe beim Durchschnitt oder gibt es viele große Ausreißer? Große Ausreißer heißt große Varianz. Kleine Ausreißer oder wenig, keine, wenn alle sehr nahe beieinander sind, ist die Varianz auch sehr klein. Der Mittelwert ist ja demgegenüber sehr ja, unanfällig oder sehr, ja, egal. Gut, also was bekommen wir dadurch? Durch diese ja, doch etwas schräge Formel vielleicht. Ja, wir bekommen einen Wert, der zwischen minus 1 und plus 1 liegt. Und je näher der Wert bei 0 liegt, umso unabhängiger sind die Features, das wäre gut. Ja? Dann sind es Features, die wir auch wirklich benutzen können und brauchen können. Je näher der Wert bei 1 liegt oder minus 1 liegt,
desto abhängiger sind die Features. Das heißt, wir brauchen die eigentlich auch nicht. Das sind Features, die wir nicht brauchen. Das sind Features, die wir ja, einfach nicht berechnen müssen, nicht speichern müssen, nicht im Machine Learning machen müssen, weil sie eigentlich nichts Besonderes aussagen. So, was ist jetzt noch der Unterschied zwischen plus 1 und minus 1? Also liegen wir bei minus 0,9 oder bei plus 0,9? Bei plus sind sie direkt proportional abhängig, beim negativen Wert sind sie indirekt abhängig. Ja, also je höher das eine, desto niedriger das andere, aber linear oder proportional abhängig. Die Formel ließe sich jetzt noch ein bisschen vereinfachen mit, indem wir unten die Varianzen und das 1 durch n ein bisschen wegkürzen, dann hätten wir eine leichte Vereinfachung der Formel. Und na gut, jetzt können wir die Korrelationen entsprechend zwischen einzelnen Features berechnen. Jede Korrelation zu jedem Feature berechnen heißt, schlussendlich gibt es eine Art Korrelationsmatrix. Und überall, wo wir sozusagen große Werte bei 1 oder große Werte Richtung minus 1 haben, sind Features, die wir uns überlegen können, ob wir die nicht einfach weglassen. Ja, je näher wir bei 0 sind, umso besser ist es. Umso eher behalten wir uns diese Features auch. Ich kann natürlich jetzt diese zwei Tabellen aus dem ersten Beispiel, aus den Folien zuvor, mal durchrechnen und für sich herausfinden, welche Features sind abhängig oder unabhängig. Ich werde es hier nicht auflösen. Ich brauche das noch für den eine oder andere Mal. Na gut, der Nutzen dieser Korrelationsmatrix, also diese Korrelation zwischen einzelnen Features, ist, dass wir einfach Berechnungszeit sparen, Speicher sparen und ja, einfach, es ist das Sparpotenzial. Welches Feature hat das größte Sparpotenzial, hat einen geringen Informationsgehalt? Weil diese Info schon in einem anderen Feature abgebildet ist, ja, zum größten Teil. Das Sparpotenzial ergibt sich dadurch eben, dass sie nicht berechnet, nicht gespeichert und auch beim Lernen nicht mehr untersucht werden müssen. Gut, so viel zu Abhängigkeiten von Features. Rausrechnen, wer will, also wer das Thema einfach nicht macht und Algorithmen hat, wo wir alle Features reinschmeißen, alles gut. Es gibt auch Algorithmen, wo wir das nicht machen müssen, zum Beispiel beim Decision Tree Learning, da Decision Tree Learning von Haus aus diese Features mit geringerem Informationsgehalt automatisch rausfiltert. Andere Features wie Algorithmen wie K-Means, K-Nearest Neighbor etc., die können das nicht. Also bei diesen Algorithmen zahlt sich so unter Umständen aus, dass man vorher mal schaut, welche Features von denen, die ich habe oder zur Verfügung habe, ich überhaupt machen will und brauche. Gut, viel Spaß! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.